Okay, Freunde, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Twister. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Twister. Mit mir, dem Aerosol. Guten Tag. Yay! In der letzten Folge habe ich ja gefragt, ob ihr vielleicht noch eine Folge haben wollt. Und da habt ihr natürlich was gemacht. Und zwar habt ihr nämlich den Like-Button gedrückt. Wisst ihr, was da passiert ist? Wir haben ganze 25.536 Likes geschafft, ja? Da habe ich mir natürlich gedacht, wenn die Community das unbedingt haben möchte, dann machen wir doch einfach noch eine Folge. Okay. Und deswegen stehen wir jetzt wahrscheinlich hier wieder auf dem roten Teppich der Tatsachen und werden natürlich wieder den wunderschönen Twister-O-Mat, so nenne ich ihn meistens immer liebevoll, wieder drehen. Und zwar habe ich nämlich beim letzten Dreh, den ich gemacht habe, einen Strudelblock nochmal gewonnen. Also vor der Aufnahme hier, da habe ich ganz schön Glück gehabt. Aber wir müssen natürlich heute den neuen Block erforschen. Und zwar haben es die meisten Leute wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Es geht nämlich heute um einen ganz besonderen Block. Und zwar um den atemberaubenden, super bekannten Burger King Block. Ja, der Burger King Block ist ja eigentlich sozusagen das Gegenstück zum McDonald's Block. Ja, wir hatten ja schon mal... Oh mein Gott. Gott, gleich in der ersten Runde den verrückten Block gezogen. Das ist der beste Anfang, den man in Minecraft Twister haben kann. Hoffentlich wird er uns diesmal irgendwie ein paar gute Sachen bescheren und wir werden da bestimmt irgendwas Dings draus bekommen. Okay, komm, weiter geht's. Also, Burger King ist ja sozusagen das Gegenstück zu McDonald's, ja? Und da gibt's ja meistens immer diese Streitigkeit, was denn jetzt besser ist. Ist jetzt irgendwie Burger King besser oder ist vielleicht alter Alarmblock gewonnen? Alter, das läuft ja richtig gut heute. Alarmblock und schon verrückter Block. Und da fragt man sich natürlich, was von den beiden ist halt besser, ja? Jeder hat ja irgendwie so seinen Favoriten. Ich persönlich würde sagen, es gibt immer so Streitigkeiten. Oh mein Gott, der Strudelblock! Wir haben einfach gerade eben den verrückten Block, den Alarmblock und den Strudelblock einfach gewonnen. Alter, sowas gab's noch nie. Wow, so viel Glück hatten wir bisher noch nie, Alter. So viele coole Blöcke. Und es ist auch eben immer so, es gibt ja immer so eine Streitigkeit, ja? Was denn so von den beiden so das Beste ist, ja? Weil ich würde nämlich sagen, es gibt nämlich immer so verschiedene Sachen bei diesen ganzen Blöcken und so, ne? Zum Beispiel bei Burger King sind zum Beispiel für mich, ja, das ist immer so ein großes Streitigkeitsthema und viele Burger King-Liebhaber und so nehmen das auch meistens immer als ein Dingsterbumster, als ein Befürwortungsvorurteil gegenüber McDonald's, dass halt eben bei McDonald's die Pommes nicht so lecker schmecken, wie zum Beispiel bei Burger King, ja. Ich persönlich würde aber auch sagen, oh mein Gott, noch ein Strudelblock, ich raste gleich aus. Ich würde sogar sagen, dass der Burger King wirklich leckerere Pommes hat als zum Beispiel die McDonald's, aber das ist natürlich auch irgendwie Geschmackssache, aber für mich kommt es so vor, als ob beim Burger King halt eben die Pommes irgendwie saftiger sind, ja? Sie sind halt viel saftiger, viel salziger, viel besser, ja? Und bei McDonald's sind die ein bisschen labbriger, ja? Aber, was ich bei McDonald's zum Beispiel besser finde, ist das Eis, ja? Das Eis schmeckt bei McDonald's wirklich richtig gut. Was ist heute los? Wir haben bisher nur seltene Blöcke gezogen. Wir haben drei Strudelblöcke, einen Alarmblock und einen verrückten Block. Junge, Junge, wir haben bisher noch keinen einzigen Burger King Block gezogen. Wir brauchen aber heute noch einen, weil das ist ja die Burger King Folge. Was ich bei Burger King allerdings auch besser finde, ist zum Beispiel die Burger. Ja, die Burger an sich sind auch lecker. Zack, da haben wir unseren ersten Burger King-Block. So, schön drei Stück, den können wir uns gleich nochmal dann ansehen. Und so finde ich nämlich bei Burger King einfach die die Burger ein bisschen leckerer. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine, dann hat man dann halt eben irgendwie so das Gefühl, als ob die größer sind, als ob die saftiger sind, als ob die besser sind, ne? Kennt man ja so ein bisschen von den, vom guten alten Burger King, weil dort werden nämlich die Burger nämlich auf diesem Grill gebraten, ja? Und bei McDonald's werden die, glaube ich, nur zwischen zwei heißen Metallplatten gebraten, ja? Und deswegen bin ich halt eben eher so ein Burger King-Fan. Aber ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so besser findet, ja, wo es zum Beispiel auch bessere Spielzeuge gibt, ja, weil ich persönlich muss sogar sagen, ich habe sogar ganz schön lange auf die Spielzeuge geachtet im McDonald's und Burger King. Ich habe ganz schön lange immer diese McDonald's oder Burger King Happy Meals da bestellt, ne, für die Kinder. Alter, wir haben fast jeden Block gezogen in dieser Runde, ne, wir haben den Stahlblock, den Burger King-Block, den Strudelblock, den Lidl-Block, den Strudelblock, den Alarmblock und den verrückten Block. Wir haben eigentlich alle Blöcke gezogen, die es gibt diesmal. Alle! Oh mein Gott, sowas hatten wir, glaube ich, noch nie. Wir hatten sowas noch nie. Guck mal, wir haben jeden Einzelnen gezogen. Wow, was ist denn das heute für eine Folge? Richtig krass, ey. Und auf jeden Fall, ich persönlich habe halt eben damals immer so ein bisschen diese ganzen Happy Meals und so genommen, ne, und was weiß ich. Und das war halt eben damals so wirklich das Nonplusultra, was ich damals gemocht habe, immer diese Spielzeuge zu nehmen. Und das Problem bei diesen ganzen Spielzeugen von McDonald's und Burger King war meistens bei mir immer so, dass ich halt eben, ich habe halt eben immer diese Spielzeuge genommen, fand die dann im Burger King, als ich dort gegessen habe, fand ich die so mega cool, habe da dann immer mit gespielt. Und dann, wenn ich nach Hause gekommen bin, war das das Langweiligste überhaupt und ich habe dieses Spielzeug nie wieder angefasst. Kommt schon, gib's zu. Bei wem von euch war es bestimmt
bestimmt auch schon mal so. Ihr habt doch bestimmt schon mal ein Spielzeug mitgenommen aus Burger King oder McDonald's, was irgendwie so mega lustig aussah und dann, als ihr zu Hause wart, war es innerhalb von 5 Sekunden wieder langweilig. Gibt's doch zu. Bei mir war es nämlich auch immer so. Okay, Leute, auf jeden Fall fangen wir jetzt an, unsere Blöcke zu öffnen. Und zwar habe ich hier natürlich wieder ein kleines Gebäude wieder aufgebaut, was natürlich dafür sorgen wird, dass unsere Lucky Blocks irgendwie so ein bisschen abfangen wird. Ich hoffe einfach mal, dass die ganze Maschine nicht mal kaputt geht, weil ich muss hier nämlich nach jeder Folge immer aufräumen, weil hier meistens nämlich immer komische Sachen passieren mit den ganzen Lucky Blocks. Aber werden jetzt erstmal gucken, dass wir in der Konsole erstmal alles wieder reinstellen und dann nehmen wir, zack, das Essen erstmal mit. Dann müssen wir natürlich die Monster wieder anmachen, dann den Regen können wir mal ausmachen und natürlich Tag machen, ne, damit wir natürlich alles jetzt wunderbar eingestellt haben. Die Sonne scheint natürlich herab und dann können wir auch schon in unseren Turm reingehen. So, wir haben jetzt hier die wunderschönen Burger King Blocks. Ich möchte mir auch gerne sofort einen ansehen, weil ich finde, der sieht so hübsch aus. Der wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen schweben, ne? Nee, tut er nicht. Wow, okay. Ich muss sagen, der Burger King Block, den haben wir echt gut hinbekommen. Ich finde, der sieht richtig, richtig hübsch, also richtig hübsch aus, ne? Könnt ihr ja gerne mal bewerten, welcher Block von euch, also welcher Twister Block euch so am besten gefallen hat, ne? Vom Aussehen und so ein Zeug. Aber ich muss sagen, der Burger King Block ist schon richtig hübsch, ne? Mal gucken, was er uns gibt. Burger King Block. Oh, er hat uns eine Gasträne gegeben. Ein Babyzahn soll es sein. Okay, gut. Dann können wir auch mal weitermachen mit dem guten alten Stahlblock. Der gute alte Stahlblock, ich finde den so hübsch, ja? Der ist zwar ein bisschen ranzig, ein bisschen rostig, aber ich finde, der ist immer wieder hübsch anzusehen. Oh, ein Eisenblock, falls wir den mal abbauen wollen. Okay, jetzt können wir hier mal einen ganz gechillten Strudelblock aufmachen. Der Strudelblock, Alter, der sieht so hübsch aus, gell? Das ist der Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen hübschen Block gemacht. Wow. Oh, da hat der Strudelblock einfach mal wieder einen rausgehauen. Okay, da oben ist jetzt wahrscheinlich irgendwie ein Diamantblock oder sowas gekommen. Den können wir wahrscheinlich auch abbauen. Aber für das alles, also wenn wir jetzt eine Spitzhacke bekommen, dann haben wir auf jeden Fall den Jackpot gezogen. Aber bis dahin dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Müssen da jetzt einfach noch mal ein bisschen versuchen. Ah, mit Clay kommen wir da, glaube ich, nicht weiter. Ein kleines Schwert oder sowas. Eine Art sehr gute Sache. Der Undead Exterminator. Ja, Smite X. Okay, ich glaube, Smite war, glaube ich, gegen Spinnen oder sowas in der Art. Bitte seid da nicht böse, falls es falsch ist oder so. Aber ich kann mich da, glaube ich, nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber... Oh... Das war ein bisschen schmerzhaft, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, warte mal, ich muss jetzt erstmal was essen. Bitte nicht sterben, Roman, bitte nicht sterben. Nein, oh nein, wir sind gestorben. Da war der gute alte Zeus, ja, der war da nicht so gut zu uns. Warte mal, jetzt kann ich ja mal ein bisschen was über den Boss erzählen, den wir heute besiegen werden. Und zwar werden wir dort nämlich ein kleines Problem haben, ja? Alter, Burger King, was ist los mit dir? Warte mal, ich gehe jetzt, glaube ich, zur Konsole und versuche einzustellen, dass ich die Monster ausmache. Monster ausmachen, da dürfen wir uns, glaube ich, schneller regenerieren und dann sterben wir nicht. Oh je. So, das heißt, wir versuchen jetzt einfach mal, dass wir jetzt nicht mehr brennen. Ne. So, und jetzt können wir wieder hier auf easy gehen. Dann können die Monster wieder spawnen. So, Burger King blockt der nächste. Oh, es hat uns einen kleinen Dr. Chuck. Chuckington gegeben. Wunderschön, nett sie kennenzulernen. Dr. Chuckington. Sehr nettes Hühnchen. Mal gucken, was der hier. Oh, yo, Alter. Das ist so ein Dingsterbumster, so ein Boss aus diesem komischen Guardian-Dingsterbumster. Ich weiß, um ehrlich zu sein, alter Vater hat der uns gerade eben gegeben. Ey, Junge, Junge, der hat uns gerade gewone-hittet. Mal gucken, ob wir mit unserem Schwert ein bisschen was gegen den anrichten können, ne? Ist ja irgendwie. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch nie diesen Boss besiegt, ne? Noch nie habe ich da irgendwie mir Gedanken drüber gemacht. Aber wenn ich das verstehe, dann kann er mit diesem Strahl Schaden machen, ne? Das heißt, wenn er diesen Strahl benutzt und Strahl durchgeht, dann, Alter, hat er uns wieder gegeben. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr tot, Alter. Und außerdem ist die Schwierigkeit auf hart gegangen, als wir den getötet haben. Ist natürlich auch nicht so das Beste vom Besten, ne? Aber jetzt sind wir, oh, wir sind auf easy. Wir müssen auf peaceful gehen, damit er weggeht, ne? Weil peaceful ist ja meistens immer so das Beste. Was ich euch nochmal kurz verraten kann, als ich mit Minecraft angefangen habe, war peaceful für mich die allerbeste Einstellung, die es überhaupt nur gibt, weil ich nämlich damals die Zombies nie besiegen konnte, ja? Die waren für mich immer zu stark, die Zombies. So, get weak. Okay, wir haben Weakness 4 bekommen. Okay, das ist nicht so dolle. So, vielleicht hilft uns da mal jetzt ein Strudelblock. Bitte, lieber Strudelblock, sorg dafür, dass ich was Gutes bekomme. Eine Spitzhacke. Okay, ein bisschen Holz. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das alles aufheben möchte, weil da viele Treppenstufen und so mit dabei sind. Und wenn wir uns Treppenstufen holen, haben wir ein bisschen... she's brown. Und ihr versteht, was ich meine. Junge, Junge, Junge. Heute läuft's ehrlich gesagt nicht so gut. Ich glaube, wir können ja heute sogar einen Death-Counter mit allerdings einbauen. Es gibt ja ein paar Zuschauer, die gerne mitzählen, wie oft ich sterbe in einem Video. Da gibt's sogar Strichlisten und so ein Zeug. Und manche Leute mögen das richtig, mit damit zu zählen, wie oft ich sterbe und mich dann als Noob zu nennen in den Kommentaren. Aber... ich bin kein Noob. So, wir machen jetzt... Alter Vater, was soll das hier bitte werden, ey? Wie oft soll ich hier bitte schon noch sterben? Aber dann guck mal, der Diamond Block lebt noch, ne? Der gute alte Tempel da ist natürlich wieder hier ein bisschen am Einstecken, was das hier alles angeht. Alter, bin ich heute oft gestorben, okay? Ein paar Sättel, okay? Ein paar Tools, okay? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich mit einer Gold-Pickaxe ein Eisendings abbauen kann. Funktioniert das? Doch, das funktioniert. Oh mein Gott. Nein, es funktioniert nicht, aber Gold baut einfach nur super schnell ab. Oh nein, das war jetzt gerade eben ein richtiger Fail. Aber habt ihr gewusst, dass es nicht funktioniert? Ich habe irgendwie bei der Schnelligkeit gerade eben wirklich gedacht, dass es funktioniert. Okay,
Wir haben hier ein Buch bekommen, das Lucky Book Block, Lucky Book Block Boot, Book, so ein kleiner Zungenbrecher ist das. The Lucky Block Fortune, super tolle Geschichte. Ich weiß, ich sollte vielleicht kleine Gute-Nacht-Geschichten erzählen auf meinem Kanal, ich kann so gut vorlesen. So, wir gehen jetzt mal weiter zum Burger King Block. Der hat uns jetzt eine Kiste gegeben mit Diamonds drin, mit Emeralds drin, mit Kohle drin, mit Furnace drin. Okay, dann bitte weiterer Burger King Block, bitte nicht. Oh, yo, der hat uns Grasblöcke gegeben, also so richtige. Wow, die kann man normalerweise im Spiel gar nicht bekommen. Ne? Die sind super selten. Sowas kann man eigentlich gar nicht bekommen. Oh, ich bin so froh. Ich habe einen ganz besonderen Block bekommen. Vielleicht kann ich den irgendwann mal eintauschen. So, wir können mal gerne mal einen Alarmblock benutzen. Der Alarmblock sieht auch mega cool aus. Ne? Der hat immer Alarm, Alarm. Okay, der hat uns jetzt nur ein Ender-Ei gegeben. Um ehrlich zu sein, brauchen wir langsam... Oh nein, die Killerhasen. Die Killerhasen hatten wir, glaube ich, schon mal. Ne? Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie oft ich diesmal gestorben bin. Und ich habe, glaube ich, das Problem, wenn man sogar, glaube ich, hier auf Ausmachen drückt, dann bleiben die sogar da, weil Killerhasen sind nämlich Killerhasen. Das heißt, selbst wenn man auf Monster ausmachen drückt, dann greifen die einen trotzdem an, ne? Das ist jetzt das Problem, was wir haben werden. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, irgendwie das Ding zu kontern. Warte, versuchen jetzt hier mit dem Lidl Lucky Block was zu machen, okay? Kurz den Goldcoin reindrücken und hoffen, bitte, oh nein, es ist heute, oh Gott. Okay, aber da unten haben wir ganz schön viele Eisenblöcke, ne? Das heißt, wir dürfen jetzt einfach nur nicht mehr zu den Hasen da hingehen, weil die Hasen sind nämlich irgendwie ein bisschen böse gegenüber uns. Okay, ein dritter Diamant. Wir können uns theoretischerweise... Warte mal, da hinten gab es doch... Warte mal, ist das ganze Holz schon... Nein, das Holz ist da, aber hier sind auch die Killerbunnies. Bitte gib mir ein bisschen Holz, dankeschön. So, jetzt können wir, glaube ich, mit diesem Holz ein bisschen was anstellen. Und zwar müssen wir jetzt nämlich zur Crafting Bench gehen, zur guten alten Crafting Bench. Und wir haben bestimmt hier ein bisschen Holz. Perfekt, das schmeiße ich weg. Dann nehmen wir das so. Dann können wir uns hier ganz gechillt aus 3 Diamonds... Bauen wir uns dann hier, zack, boom, bam, das hier. Guck mal, die wollen uns angreifen, aber ich glaube, weil wir in Peaceful sind, greifen die uns jetzt nicht an, ne? Also, die verfolgen uns jetzt einfach nur. Okay, ich lasse es jetzt erstmal drin, weil ich brauche nämlich den Diamond Block, weil, der heutige Gegner, den wir angreifen werden, da haben wir ein kleines Problem, wenn wir keine gute Rüstung gegenüber dem haben, ne? Ihr müsst euch einfach vorstellen, wenn wir jetzt nichts bekommen, dann werden wir nämlich gegen den Gegner nicht ankommen. Ich habe ihn ja noch heute gar nicht vorgestellt, weil ich möchte es nämlich ein bisschen, Dings ein bisschen safer machen, ein bisschen besser vorstellen, beziehungsweise ein bisschen spannender machen, ne? Es ist nämlich ein kleiner, es ist mal ein anderer Gegner, so einen Gegner hatten wir bisher noch nicht, ja? Das ist was ganz Besonderes. Wir haben jetzt, ehrlich gesagt, auch ganz schön viele Eisenblöcke gesammelt, sehr gut. Daraus können wir uns vielleicht im Notfall eine Rüstung craften. Ich weiß, ist jetzt nicht unbedingt das Beste, aber... Wir werden da wahrscheinlich irgendwie versuchen, irgendwas rauszuhauen, ne? Wir müssen jetzt erstmal gucken. Vielleicht der Lidl Block. Bitte, Lidl Block, gib mir irgendwas Gescheites. Er gibt mir nur Schrott. Super. Burger King Block, bitte. Alter, der Burger King Block ist das Schlimmste, was ich jemals kreiert habe. Alter, Junge, hör jetzt auf, mich zu schlagen, du blöder Hase. Junge, diese Hasen machen unglaublich viel Schaden. Hasen, lasst mich in Ruhe. Oh Gott, ich war, glaube ich, noch nie so schlecht in einer Runde. Bin, glaube ich, noch nie so oft gestorben. Strudelblock, bitte. Nein, Strudelblock, bitte. Alter. Alter, was passiert hier? Was passiert hier gerade? Ich komme hier nicht mehr klar. Das ist die allerschlimmste Runde. Ich bin locker schon 10-mal gestorben oder so. Oh, oh mein Gott, der Spiral Lucky Bow. Vielleicht können wir damit gewinnen. Ist das vielleicht sogar unsere Eintrittskarte? Wir haben jetzt auch noch einen Block, der uns retten kann. Und das ist eigentlich nur noch der verrückte Block. Warte mal. Oh ja, Mann, das ist der Dreifachschussbogen. Der Dreifachschussbogen ist richtig gut. Okay, so. Lieber verrückter Lucky Block. Ich weiß, du bist super verrückt. Aber bitte, du musst mir jetzt was Gescheites geben. Bitte! Heuballen. 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 Oh nein! Okay, wisst ihr was? Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf reagieren soll. Wir haben eigentlich gar nichts bekommen. Du hast den ganzen Lucky Blocks. Wir haben auch gar keine mehr drin. Kann ganz schön böse werden. Ich muss jetzt mal kurz hier auf Peaceful gehen, weil das mir ein bisschen zu hart wird hier. Plan ist. Der Plan ist, wir gehen hier auf Diamonds. Wir nehmen uns die Diamonds und bauen uns Hauptsache irgendwie eine Dings, eine Chestplate. Die Chestplate müssen wir jetzt irgendwie auch mal erstmal aufheben, bevor wir da jetzt anfangen, irgendwas zu machen. Rechtsklick da drauf. Geht doch mal weg, ihr blöden Hasen. Ihr müsst jetzt mal hier alle. Alter, der Bogen ist richtig stark, ne? Warte mal, oh, yo, ey. Warte mal, die sterben gar nicht mal. One-Hit. Oh Gott, haben die 4 Rüstung, diese Hasen, ey. Alter, diese blöden Killerhasen. Ich hasse Hasen. Und wobei, ich habe selber einen Hasen als Haustier. Wusstet ihr das eigentlich schon? Der heißt Saiyaz. So, wir haben. Warte mal, lass mal den Bogen kurz ansehen. Der hat übrigens Power 1, Punch 4, Flame 1, Infinity 1 und er wurde gefunden von LZHD. So, was können wir hier machen? Habt ihr vielleicht einen Plan, was man hier machen kann? Ich bin mir nämlich irgendwie ein bisschen unsicher, weil ich glaube, aus Emeralds können wir uns nicht so viel craften. Schaut euch das an, wir haben keine Chance.
Das ist die einzige Rüstung, die wir uns craften können. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, was uns irgendwie den Poppes ein bisschen retten kann, ist eigentlich uns jetzt irgendwie auf minimalste Weise hier noch irgendwie eine Eisenhose zu bauen. Das ist so das einzig Richtige jetzt, glaube ich, noch, ne? Weil es wird nämlich heute ein bisschen schwieriger anzutreten gegen denjenigen, gegen den wir kämpfen werden. Allerdings denke ich, dass nämlich der Bogen uns da ein bisschen helfen wird. Weil der heutige Gegner, den darf ich euch gerne mal vorstellen, ist ein bisschen brutaler. Ja? Und zwar ist nämlich der heutige Gegner der reale, echte Burger King. So, der gute alte Burger King, gegen den wir heute kämpfen werden, hat auch die Krone auf. Sprich, er ist also der echte Burger King. So, und gegen den werden wir wahrscheinlich kämpfen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Er hat ein Schwert. Er ist ein bisschen dicker. Also, er ist halt ein Burger, so ein standardmäßiger, so wie man ihn kennt aus dem Buche. Wie wir gegen ihn kämpfen werden, weiß ich nicht. Ich werde wahrscheinlich... oh Gott, er greift schon an. Okay, ich werde wahrscheinlich erstmal versuchen, mit meinem Schwert, was ich hier habe, erstmal gegen ihn anzutreten, ne? Weil wir haben nämlich ein Problem, der ist nämlich super stark. Alter, Junge, Junge, Junge. Bitte. Oh mein Gott, der Burger King. Oh mein Gott, bitte lass mich. Alter, ich habe Weakness. Alter Vater, Junge, der Burger King geht ja mal übelst ab, ey. Warte mal, lass mal hier einfach mal kurz mit dem Bogen schießen, ne? Weil der Burger King ist nämlich ein bisschen brutaler, was das angeht. Junge, 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 der geht übelst ab. Der Bogen war zu stark. Der Bogen war zu stark. Okay, Leute, das war, glaube ich, gerade richtig lucky. Lucky-duckly. Wir können es ja gleich nochmal, warte mal, wir machen einfach mal eine Bonusrunde. Der dürfte theoretischerweise gleich wieder respawnen, der gute alte Burger King. Und dann versuchen wir ihn mal mit dem Undead Exterminator zu besiegen. Mal gucken, hätten wir den Bogen nicht gezogen, hätten wir es dann geschafft. Das ist jetzt, glaube ich, das Rätsel, auf das wir warten werden. Da ist er wieder, der Burger King. Mal gucken, ob wir es nur mit dem Schwert schaffen. Ne, auf keinen Fall schaffen wir es mit dem Schwert. Guckt euch das mal an. Wir haben so einen starken Knockback. Ich glaube, ohne Dings. Alter, verprügelt der uns hart. Junge, guckt ihr das an. Lol. Alter, okay. Hätten wir den Bogen nicht gezogen, hätten wir hundertprozentig verloren. Aber mit dem Bogen haben wir es tatsächlich geschafft. Der Bogen ist super cool. Falls wir den Bogen also ziehen, ist die meiste Runde eigentlich meistens immer gewonnen. Falls euch die Burger King Folge gefallen hat, auf jeden Fall Like da lassen, damit es wieder eine weitere Folge gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir Spaß gemacht, um ein Video für euch zu drehen. Man sieht sich auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao.